Dabei watschelt der amphibische Fisch auf seinen Flossen und verschließt die Kiemen, damit sie nicht austrocknen. Aber der Schlammspringer braucht Wasser. Das kann er auch mit sich herumtragen, in Kammern hinter den Kiemen, wo er es mit Sauerstoff aus der eingeschnappten Luft anreichert. Der ungewöhnliche Fisch atmet auch durch die Haut, die er ständig feucht halten muss. Genauso wie seine empfindlichen Augen. Diese zieht er zur Befeuchtung hin und wieder zurück in wassergefüllte Hauttaschen im Kopf. Die Augen lassen sich einzeln bewegen. So hat der Schlammspringer einen kompletten Rundum-Panoramablick, selbst wenn sein Körper abgetaucht ist. Für die Landgänge hat sich der Körper des Schlammspringers erstaunlich angepasst. Die Brustflossen, die sich fast zu richtigen Ärmchen entwickelt haben, dienen ihm als Hebel. Mit ihnen kann er sogar auf Bäume klettern,